Willkommen zurück, Leute. Also ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, denn ich möchte halt noch gleich zu Beginn des Parts mit Andrews Großmutti quatschen. Das müsst ihr noch. Guck mal hier, oh, jetzt sitzt er hier und. Oh, vorhin gesetzt. Dem Typen, den wir beim letzten Mal vorhin das Zimmer geklaut haben. So, Gasthof zum Eintopf. Ja, ich will hier rein. So, schnell, Oma. Die Oma. Jung. So. Oh mein Gott. Ja, die hier so eine ekligen UFO-Bilder an der Wand hat und sowas alles. Wartet mal, denn mit der Maske der Nacht, also ich erkläre mal kurz, die Oma erzählt einem Geschichten. Zwei hat man zur Auswahl, die erste Geschichte dauert 2 Stunden, also in-game, also werden wir dann erst um 8 Uhr so fertig sein. Und die zweite Geschichte geht einen ganzen Tag, bis zum nächsten Morgen. Also mitunter auch, wenn du so willst, mehr als einen ganzen Tag, mehr als einen halben Tag. Und aber, das Dumme ist, wenn man sich die Geschichten so anhört, ohne die Maske der Nacht, dann schläft man dabei ein und kriegt das Ende nicht mit. Und deswegen müssen wir das jetzt so anhören. Und dann kriegen wir nämlich ein Herzteil. Ich mache erstmal nur die erste Geschichte, weil die nur 2 Stunden geht. Ich habe in der ersten noch ein bisschen was anderes vor, bevor ich dann zu Anju mich treffe und so, ne? Also, Großmutter, hallo! Ah, hast du deinem Vater geholfen? Dann lass mich dir eine Geschichte vorlesen. Welche Geschichte möchtest du hören? Ich gehe wieder. Karneval der Zeit. Oh, bis zum Morgen. Erstmal Karneval der Zeit. Du willst also die Geschichte vom Karneval der Zeit hören? Bald findet der Karneval wieder statt. Daher solltest du gut über seine Bedeutung Bescheid wissen. Genau, die 2 Geschichten sind auch ziemlich coole Hintergrundinfo-Geschichten über die ganze Welt hier und so und warum überhaupt und weshalb und event und auch so ein bisschen, was mit dem Deko-Kind los ist, dem Deko-Kind abgeht und so, aber ich glaube beim Karneval der Zeit erstmal noch nicht. So, also. Zwar ist die Geschichte ein wenig lang, aber mal sehen. Der Karneval der Zeit. Jedes Jahr beginnt die Zeit der Harmonien, wenn Sonne und Mond aufeinander ausgerichtet sind. Eingedenk der Art und Weise, in der Natur und Zeit ohne Unterlass fortschreiten, feiern die Völker der vier Welten auf dem Karneval eben diese Harmonie und bitten um ein fruchtbares Jahr. Und genau jetzt werden wir halt eingeschlafen. Aber wir hören noch weiter. Und guck mal, wie das Bild aussieht. Ja, voll komische Masken. Und die, guck mal, die haben Masken der 4 Giganten auf. Schon seit jeher tragen die Menschen Masken, welche die 4 Götter der 4 Welten darstellen. Nunmehr ist es zum Brauch geworden, dass jeder Besucher eine selbstgemachte Maske mitbringt. Man sagt, dass ein Paar, welches am Tag des Festes in den Bund der Ehe tritt und eine Maske als Zeichen seiner Einheit trägt, auf ewig glücklich bleiben wird. Der Uhrturm steht im Mittelpunkt dieses Karnevals. Am Vorabend der Feierlichkeiten öffnet sich die Tür zu seinem Dach. Von dort aus wird eine Zeremonie abgehalten, um die Götter zu rufen. Dies geschieht durch den Gesang eines alten Liedes. All diese Feiern und Bräuche dienen dazu, die Götter milde zu stimmen, sodass sie uns im folgenden Jahr eine reiche Ernte gewähren. Also ein Herbstfest oder was? Und damit ist die Geschichte vorbei. Ah, du warst sehr brav. Das ist alles Tortus. Ich bin nicht Tortus. Aber sag mir, wann öffnet sich die Tür zum Dach des Uhrturms? Leute, habt ihr aufgepasst? Ich ja, am Vorabend des Festes. Ah, sehr brav, du bist ein guter Junge. Ich bin sehr stolz auf dich. Als Belohnung gebe ich dir etwas Süßes. Oh yeah. Jetzt haben wir noch 4 Herzteile. Jetzt haben wir noch 3 Stück, um einen neuen Herzcontainer zu kriegen. Sehr schön. Und damit ist das die Geschichte des Karnevals. Und das müsste eigentlich eins sein. Ach nee, Geschichte des Karnevals. Okay, gut, abgeschlossen. So, die 2. Geschichte hören wir uns, wie gesagt, noch nicht an. Denn das mache ich ein andermal, wenn ich sowieso warten muss. Jetzt erstmal geht's wieder zurück. Als ob Link nicht 2 Stunden wach bleiben könnte, wisst ihr? So. Jetzt erstmal. Oh, geil, ey. Die Karte sieht so cool aus. Jetzt geht's erstmal zurück zum Ikana Canyon. Die erste Nacht noch ausnutzen. Ich hoffe, ich schaffe das noch, bevor es 11 Uhr ist. Ich will um 11 Uhr schon zurück sein. Einen Wecker stelle ich mir jetzt nicht. Das ist ja jetzt unmittelbar. Das machen wir jetzt im Moment. Also, das kriege ich schon so hin. So, also, ich mache mal jetzt keine Experimente. Sonst hätte ich jetzt versucht, als Corona hier runterzurollen. Aber ich glaube, das ist zu weit. Oh Gott. So, lass mich schnell durch hier. So. Ah, oh, Mann! Okay, jetzt mal hier Corona-Action. Zack. So. Wir müssen zum Friedhof. Yeah. Der ist ja auch gleich um die Ecke. Und jetzt in der Nacht sind hier nur diese komischen Totenköpfe, aber nicht mehr diese ollen, ja, Fake-Goronen, die so dick sind. Stopp, Mann. So. Oh, nein. Nein. Oh, Mann.
Okay, erleben wir das auch mal. Oh, ich bin jetzt verflucht. Zack, du wurdest mit einem Fluch belegt. Es erinnert dich daran, dein Schwert zu ziehen. Voll gemein. Dann brauche ich sie sowieso nicht. So, jetzt wieder auf dem Friedhof. Hier haben wir unsere Knochengänger. Wir waren hier ja schon mal. Bloß jetzt wird es halt richtig interessant. So, ich gebe ihnen jetzt einen kleinen Auftrag. Und zwar den, der um das Grab rumtänzelt und nicht der Typ, der da hinten rumschwingt. So, hallo. Huch! Ha, Hauptmann, Sir! Verzeihen mir, Sir! Der Hauptmann ist da! Habt Acht! Oh, alle salutieren. Es ist schon so lange her, dass wir euch sahen, Sir. Wir bewachen jede Nacht ein anderes dieser Gräber, genauso wie ihr es befohlen habt, Sir. Wir haben nur auf euren nächsten Befehl gewartet, Sir. Was sollen wir tun? Öffnet das Grab. Es öffnen? Ja, zu Befehl, Sir! Alle Mann zu mir! Oh, was zum... Ah, es wird auch eingetragen, ist ja cool. Knochengänger, Soldaten, die auf Befehl ihres Hauptmanns den Friedhof von Ikana bewachen. Alter, mit bloßen Knochen zerbäschen die festes Stein. Festen Stein. Sehr gut. Mann, sind das Trottel, die hab ich wohl verarscht. So. So, ein guter Hinweis, dass sie das jede Nacht ein anderes Grab bewachen. Ja, wir sind jetzt hier gelandet und da hinten kommen wir nur in der zweiten Nacht hin. Deswegen merkt man sich das alles mal richtig schön. So, wo sind wir denn jetzt hier? Oh, ein Herzchen. Und ein Pfeil. So, oh Gott. Schön, das war ja das hier. Fledermaus Action! Yeah! Oh Gott, oh Gott. Ich muss ja jetzt alle Fledermäuse killen. Ich schlag einfach wild um mich. Das kennt ihr ja von mir. So, alle mit so einer mega Wirbelattacke hier down, make down. So, ich nehme schon mal den Bogen. Mit Feuerpfeilen. So, alle umgebracht. Das gibt nochmal schön Money. Oh, da muss ich auch unbedingt den schön abgeben, ey. Hab so viel jetzt bekommen. Tada, Fuffi! So, jetzt versuche ich mal elegant alle Fackeln anzuzünden. Da ist noch eine. Und hier auch noch. Yeah! Und dann war es das auch schon mit den Räumlichkeiten der ersten Nacht. Die werden noch ein bisschen komplexer. Oh, sieht man ja auch richtig auf der Karte. Guck mal hier. Wow. Krass. So, okay, aber erstmal. Alter, Leute, ein dicker Eisenprinz. Voll krass. So, na dann, wir machen mal mit dem Spielen hier. Oh, spielen. Wow. Einer der stärksten Gegner im Spiel, der richtig viel Damage macht. Sollte er treffen. Und der auch leider keinen Rückstoß hat. Na, ey, Typi, lass dich so kaputt machen wie immer. So, komm her. Yeah, in your face. Wie cool die aussehen. Okay. Hä? Was zur Hölle? Bist du einer, der meine Seele befreien kann? Ein Geist! Einst diente ich dem Königshaus von Ikana als Komponist. Mein Name ist Moll. All die Lieder, die mit der königlichen Familie verbunden sind, haben mein Bruder und ich komponiert. Oh, Dur, mein Bruder! Mein lieber Bruder, er verkaufte seine Seele an die Finsternis. Er war es, der mich hier einschloss. Du, der du die Toten nicht fürchtest, lerne nun die Melodie, die hinter mir geschrieben steht. Und triffst du jemals auf meinen Bruder, dann bitte ich dich, ihm dies mitzuteilen. Die 1000 Jahre voller Regen, welche mein Lied ruft, sind meine Tränen. Der Donner, welche die Erde erbeben lässt, ist mein Zorn. So lautet meine Bitte. Oh Mann, ey, diese Geister hier haben echt eine komische Vorgeschichte, muss man ja echt sagen. So, was ist das hier für ein, was ist das hier für ein Lied? Die 1000 Jahre voller Regen, welche mein Lied ruft, sind meine Tränen. Der Donner, welche die Erde zu mir lässt, ist mein Zorn. Ja? Und, hier steht das Lied geschrieben, das seine verwunschene schwarze Seele reinigen soll. Okay, Mann. Bewahre dieses Lied tief in deinem Herzen. Auch richtig cool. Das ist ja ein Lied, woran Link sich erinnern wird. Die Hymne des Sturms. Das ist die Hymne des Sturms.
eine aufbrausende Hymne voller Leidenschaft, die Flüche davon bläst. Oh, schade. Auch eingetragen, cool. Die Schätze des Friedhofs. Friedhof am ersten Tag erforscht. Alles klar, du hast am ersten Tag ein Grab auf dem Friedhof von Nikana erkundet. Okay. So, genau. Das war's dann auch schon, Leute. Ist hier noch was hinter? Nee. Aber schade, die haben das im Original. Ist das halt richtig so, dass da stand, du erinnerst dich an die Hymne des Sturms. Weil der Link kennt ja das Lied aus seinem Vorgängerspiel Ocarina of Time. So, jetzt haben wir doch gut die Zeit rumgebracht. Und sowas alles und können jetzt getrost von hier verschwinden. Aber ich werde nochmal kurz gucken, ob nicht der Totengräber des Nachts hier irgendwo rumrennt. Ich glaube aber nicht, der ist nur am Tag unterwegs. Hoppala. So. Hallo, Leute. Was machst du denn da oben, du faule Sau? Ich bin's, dein Kommandant. Huch. Oh, verzeih mir, Sir. Nein. So, hab ich's gegeben. Was lacht ihr hier rüber? Habt ihr Witze erzählt? Ich will auch lachen. Huch. Oh, Hauptmann, verzeiht mir, Sir. Die erzählen sich hier irgendwelche Witzchen, die ich noch nicht verstehe. Tops, 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 tops. So, was ist denn hier? Da liegt der Typ wieder. Ist ja klar, wir haben ja zurückgespult. Ein bisschen Money, Money. So, warte, nicht mit der Maske bloß, nicht, sonst hat er Angst. Hm? Die Tür ist abgesperrt. Warte mal, jetzt mit der Maske. Die Tür ist abgesperrt. Ach, schade. Sonst war es irgendwie, verschwindet ihr Geister oder so. Der Totengräber, ey, der nimmt das aber ganz schön ernst, ey. Mit der Sense und so. Den haben wir jetzt noch gar nicht gesehen, ne? Weil der ist hier nur am Tag unterwegs. Mensch. Naja. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal gut. Ich glaube, das mache ich jetzt auch noch. Das mache ich jetzt auch noch, bevor ich zu Anju gehe. Das müsste ich schaffen. Das Lied gelernt. Ja klar, hab nur eine Stunde Zeit. Das Lied gelernt, welches wir brauchen, damit ein Fluch gebrochen wird. Wir erinnern uns, wir werden es gleich nochmal sehen, um das Musikhaus. Hier im Ikana Canyon wandeln Mumien rum. Untote. Und keiner weiß genau, warum. Übrigens, so der Fluch von diesen blauen Dingern, habt ihr gemerkt, ne? Der lässt irgendwann von alleine nach. So, hier, was ist das hier? So, und hätten wir jetzt noch... Das ist so geil, das ist so geil. Wer echt nicht weiß, was hier zu tun ist und so, der muss einfach bloß weiter mit der Maske der Garo-Meister rumrennen. Dann erzählen die Geister sowas von wie, ja, man, die Mumien mögen keine Musik und sowas alles. Und deswegen, also wenn die Musik ertönt, werden die verschwinden. So, ach du meine Güte, wo sind wir denn jetzt? Alter, das sieht ja so übel alles aus. Hallo? Von mit den ganzen Totenschädeln und sowas alles und... Was hast du im Königreich von Nikana zu suchen? Dieses Land gehört uns Geistern. Na, ah, schon wieder! Dies ist kein Ort für jemanden, der so voller Leben ist wie du. Oder willst du einfach in unsere Reihen wechseln? So soll es sein. So schlafe sanft zur Melodie der Schatten, die Dur, der große Komponist, nun anstürmen wird. Und sei willkommen im Reich der Toten. Ah! Was soll das denn jetzt? Ah! Ah! Oh nein! Leute, er tötet uns! Oh, wir können nichts machen! Du Sau! Ah! Oh Mann! Man kann überhaupt nichts machen, ey. Man kann nicht mal den Bogen zücken. Weil wir immer getroffen werden. Leute, das ist der Bruder von Moll. Wie abgeht da oben? Guckt ihn euch an. Und deswegen teilen wir ihm mal die Nachricht von seinem Bruder mit, oder? Jawohl. Na, kommt dir die bekannt vor? Was ist das? Dieses Lied. Nein, das kann nicht sein, dieses Lied. Wow, wie surreal. Der Fluch ist gewichen und das Wasser ist wieder gestiegen und aufgefüllt und... Ah! Zu hell! Leute, seht euch das an. Es schwächt sie. Jawoll. Oh Mann, die sehen voll eklig und gruselig aus.
Wie Roboter irgendwie voll aussehen. Zurück ins Erdreich mit euch, wo ihr hergekommen seid. Tote müssen tot bleiben. Das Schloss wurde entriegelt. Wir können wieder rein? Hm? Ah! Moll, mein geliebter Bruder. Dein geliebter Bruder hat uns hier vorher eingesperrt. Vergib deinem närrischen Bruder, der davon träumte, das Königshaus könne wieder auferstehen. Ja, du musst es einsehen, dass du tot bist. Du, der du die Toten nicht fürchtest. Ja, durch das Lied meines Bruders hast du den Fluch gebrochen, der auf mir lag. Dank gebührt dir. Wir Toten sollten nicht in der Welt der Lebenden verbleiben. Es war alles nur ein Trick des Maskierten, der die Dinge in Aufruhr versetzte. Ey, Horrorkid, ey, was ist denn los mit dem? Doch zeigst du wahrlich keine Furcht vor den Toten. So gehe zum Tempel in diesem Land und bekämpfe die Wurzel des bösen Fluches, der uns so quält. Kann ich machen. So höre nun. Ich werde dich zum König entsenden, dem einzigen, der den Weg in den Tempel hinein kennt. Der König wartet in den Ruinen des Schlosses von Ikana auf das Eintreffen des einen, der den Fluch brechen wird. So lautet meine letzte Bitte. Und weg ist er. Tja, Fluch erlöst, alles wieder cool. Und jetzt, als erstes natürlich erstmal die Neugier ist groß, was in dem Haus da drin ist. Und, da wollten wir ja schon mal rein, aber dann hieß es irgendwie, nein, haut ab und, ein Mädchen. Hallo? Wir haben sie erschreckt. Oh, das Vieh hinter uns. Hallo? Ich glaube, wir werden beobachtet. Aber solange wir hier stehen, wird sich niemand zeigen. Wir sollten uns etwas weiter entfernen. Genau. Das machen wir jetzt aber natürlich erstmal nicht. Wir gehen jetzt zur Unruhstadt und zu unserem Termin mit Anju. Ja, bloß das ist ganz wichtig. Ihr wisst doch noch, ich habe doch euch schon mit einem Mythenstein gesprochen, der mir einen Tipp gegeben hat. Das Musikhaus verlässt das kleine Mädchen Pamela nur nach einer Minute oder wenn sie eine Bombe hört. Ja, die Bombe haben wir ja dabei. Ja, das machen wir gleich noch. Erstmal, ganz, ganz wichtig, die Kaffee-Quest weiter voranbringen. So. Und der pennt jetzt eigentlich. So. Ach, der Wind ist feucht, Goro. Morgen regnet es, Goro. Goro, Goro. Und der Arme. Der schläft im Sitzen. Und er fetzt in seinem Rucksack nur ein großes Kissen drin. Er sitzt ja ganz bequem. So. Okay, Anju. Hört ihr sie schon? Nein. Aber sie kommt gleich raus. Da ist sie auch schon. So. Anju, alles klar? Lass uns in der Küche reden. Okay, Mann. Wie schnell sie auf einmal ist. Dups. Naja, okay. Nicht wirklich schneller als wir, aber... Oh, das ist hier so still immer. So ein richtig schöner, entspannter Ort irgendwie. Dups. So, die Küche ist hier. Oh mein Gott, hier krabbeln Käfer rum, ey. Was soll das? Das kann doch nicht angehen. Als 3-Sterne-Hotel oder so. Na, okay. So, also, hier sind Zwiebeln, hier Karotten, ja, ja. Mhm, ein großer Sack. Hoffentlich mit essbarem Zeug drinne. Und, ja. So, Anju. Hoppala. Alter, voll cool. Einfach ein bisschen Sport machen hier, wenn ich warte. Alter, auf der Stelle ein Rückwärtssalto machen. Schön Flickflack machen. Das kann nur Link, Mann. In seinem zarten Alter. Da ist er. Na los, Anju. Also, du hast einen Brief bekommen. Wir wollen alle wissen, was los war. Was passiert ist und wie es nun weitergehen soll. Du bist unser einziger erster Hinweis auf den Verbleib von Anju. Seine Mutter macht sie Sorgen, Mann. Und du bestimmt auch. So, warten, bis sie steht und los geht's. Es tut mir leid, dich so spät noch mit meinen Sorgen zu belästigen. Es geht um ihn, Kaffei. Ich habe einen Brief von ihm erhalten. Das ist schon merkwürdig, ein Brief von einer vermissten Person. Aber es gibt keinen Zweifel. Der Brief ist von ihm. Ich fühle es. Bitte. Hier, nimm diesen Brief. Wenn der Brief zugestellt wird, wenn er ihn in Händen hält, dann hast du die Chance, ihn zu treffen. Bitte sag ihm, dass Anju auf ihn wartet. Und bitte, nachdem du ihn gesehen hast, sag mir, wie er aussah. Ich habe Angst. Ich kann nicht gehen.
Erlaubst du mir, dich um dies zu bitten? Aber na klar, Mann. Ich danke dir von ganzem Herzen. Oh yeah! Der Brief von Kaffei wurde der Brief an Kaffei wurde dir überreicht. Rasch, bring den Brief für sie zu einem Briefkasten. So, und damit Anjus Sorge Nummer 2. Okay, Mann. Anju hat dir einen Brief an Kaffei gegeben. Wirf ihn in den Briefkasten, bevor diese geleert werden. Genau. Bitte wirf diesen Brief ein, bevor der Postbote morgen den Briefkasten leert. Kein Problem. Leute, das war's aber erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Part ja wieder, wo ich den Brief einwerfe und dann haben wir erstmal wieder massig Zeit. Und ich hoffe, euch gefällt das. Die Quest wird noch richtig cool. Und ich bin gespannt, ob sie da irgendwelche Änderungen vorgenommen haben. Also dann, bis zum nächsten Part. Ciao.